Gebirge. Unsere Gäste aus Deutschland, der Herr Bürgermeister ist persönlich hergekommen und hat das Projekt präsentiert, Implementierung und Umsetzung naturnaher und nachhaltiger Bewirtschaftung öffentlicher Flächen. Ist für die Stadt unter dem Aspekt von Klimawandel und Nachhaltigkeit vorbei. Deshalb wird ein neuer Ansatz verfolgt, um auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren. Mehrere Flächen wurden bislang umgewandelt und so zum Beispiel insektenfreundliche Gärten, Waldflächen mit ausreichend Totholz und mit für Bestäuber wertvolle Saatmischungen gestaltet. Umweltbildung unter dem Motto Bi dabei spielt dabei eine wichtige Rolle. Pupils who contributed with their hands and their works. Gut, jetzt wollte ich noch ein paar Beispiele aufzählen, die wir umgesetzt haben, obwohl wir erst in den vergangenen Jahren nicht angefangen haben. Beginnend mit der Umgestaltung unserer Baumscheiben. Also wir haben in Bad Berneck ungefähr 70 Baumscheiben, die wir auf naturnahe Bepflanzung umgestellt haben. So we started with changing the maintenance of the tree discs, they are maintained organically now. Im Kurwald haben wir drei verschiedene Maßnahmen bis jetzt durchgeführt. Zum einen haben wir ca. 3000 Quadratmeter Wiesenfläche aus der bisherigen Bewirtschaftung rausgenommen, um da eine Kühlwiese anzulegen. In the spa park there were three measures. One of them was to establish a flowering meadow. Wir haben in dem Bereich, sieht man das auf dem Bild, einen Toasthang, also einen Oregano-Hang angelegt, um quasi den Schmetterlingen entsprechenden Futterplatz zu ermöglichen. They planted oregano in order to feed the butterflies on the slope. Und wir haben im Kurwald weiterhin eine kleine Natur im Garten Schaugarten angelegt. And they established a small Natur im Garten. Also die nächste Kur wird in Bad Berneck. Ja. Und wie gesagt, auch an anderen Stellen im dendrologischen Garten, das ist übrigens der einzige dendrologische Garten in ganz Bayern, den wir haben, konnten wir insektenfreundliche Rosengasse anlegen, zusammen mit unseren Schülern. Wir haben uns beteiligt an der Aktion Bi dabei und selbstverständlich ist es auch für uns, dass wir Totholz respektieren und in den letzten Jahren ca. 30.000 Quadratmeter aus der Bewirtschaftung der städtischen Kommunalwälder